Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Speedcoding von Candyback. Heute zu Gast bei mir ist LeFloid. LeFloid, sag hallo. Nicht? Na gut, LeFloid ist heute ein bisschen schüchtern. Dann erzähle ich dir einfach heute ein bisschen was. Was du heute siehst, ist sozusagen niemals passiert. Der Mann, der spricht in Mythen und Rätseln. Nein, Folgendes ist passiert. Und zwar, ich habe das hier alles gemacht, programmiert und gezeichnet und alles. Und dann ist mein PC leider abgestürzt und so krass abgestürzt, dass ich versucht habe, mehrere Reanimationsmaßnahmen durchzuführen. Und das Ergebnis der Reanimationsmaßnahme war dann, dass ich dem PC, sagen wir lieber, unabsichtlich gesagt habe, er soll mal 2 Wochen zurückspulen. Und das tat er dann auch. Demzufolge sind alle Veränderungen und Projekte, die ich getätigt habe, 2 Wochen zurückgespult worden. Das heißt zum Beispiel auch, die NFC-Fähigkeit in Candyback ist total komplett weg. Das gesamte Testprojekt und alles, was dazugehört, alles weg. Und auch diese Änderung, alles weg. Und das war total schön. Aber ich selber wurde da nicht, ich wurde nicht 2 Wochen jünger. Na gut. Und warum zeige ich dir das trotzdem, ist die Frage. Ich habe mich natürlich aufgerafft, ich habe ein neues Windows draufgespielt und ich habe die ganzen Änderungen nochmal neu gemacht. Also zumindest das, was du hier siehst. Also das Glücksrad und ähnliches. Aber die NFC-Fähigkeit habe ich noch nicht gemacht, weil es auch noch gar nicht an der Zeit war für das Spiel, weil dass man Sachen per NFC freischalten kann, das wäre ja nur ein Bonus. Ich möchte jetzt erstmal das Spiel fertig bekommen, also habe ich mich auf die wichtigsten Sachen beschränkt. Und eins der wichtigsten Sachen war, dass die Bank einfach zu übermächtig wurde und sozusagen im Late Game, wo es dann ans RPG geht und man die ganzen Kämpfe hat, nutzt man die Bank dazu, um halt seine Bomben auch zu vervielfachen. Das ist auch richtig so, aber das macht das Spiel so ein bisschen bäh, so ein bisschen unspielerisch. Und einige hatten dann die Idee, ich soll doch ein Glücksspiel mit reinbringen, weil dann hat man was zu tun. Und dann dachte ich mir so, ja, na klar, da die Bankmusik sowieso so ein bisschen klingt wie Casino, machte ich aus dem netten Bankerpferd einfach ein nettes Casino-Pferd mit einem Glücksrad. Und dann haben die goldenen Bonbons auch nochmal ein bisschen was zu tun. Und dann ist es vielleicht wieder ein bisschen besser, das Spiel. Jetzt haben sich einige natürlich, die davon gewusst haben, natürlich beschwert und gesagt, was? Nein, dann kann man ja seine Bonbons gar nicht mehr vervielfachen und bla und blub und das ist ja alles Abzocke. Und ich bin ja nicht bescheuert. Ich will ja natürlich nicht, dass dir das Spiel weniger gefällt. Ich möchte ja, dass ich das geil finde und du auch geil. Also habe ich es natürlich so gemacht, dass man jeden Tag kostet einen so einen Drehversuch halt nichts. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich deine Bonbons verdoppeln, ist ungefähr genauso groß wie bei der Bank. Das heißt, du hast keine Nachteile. Weiterhin, das siehst du jetzt noch nicht, hier gibt es jetzt +2 goldene Bonbons und verdoppel meine aktuellen Bonbons. Gibt es da die ganzen X, das sind Nieten. Wenn du aber das RPG freigeschaltet hast später, wirst du sehen, dass du da auch die ganzen Tränke dir erspielen kannst. Und so ein kostenloser Max-Health-Trank ist natürlich extrem viel wert im Vergleich, wenn du da 3 Oktilliarden bezahlen musst. Dafür fällt jetzt aber auch im Shop das Geschenk weg, weil das Glücksrad ja im Grunde genau diese Fähigkeiten des Geschenks übernimmt. Jetzt findet man natürlich den Schlüssel, den man ja braucht, um das RPG freizuschalten, nicht mehr in dem Geschenk. Und auch das Einhorn ist nicht mehr in einem Geschenk, sondern kommt auf anderem Wege. Solltest du also jetzt neu anfangen und du siehst überall diese ganzen Hilfen in den Kommentaren, wie man denn das RPG freischaltet, dann sind die jetzt sozusagen nicht mehr gültig, denn du bekommst die beiden Schlüssel jetzt anders. Also zumindest den ersten Schlüssel. Und wie du den bekommst, das siehst du auch gleich, der wird dann zu gegebenem Anlass ganz einfach auf dem Rad erscheinen und lässt sich per Glücksspiel halt erringen, sozusagen. Und den zweiten Schlüssel gibt es aber trotzdem genauso noch wie vorher. So dachte ich mir das und so, glaube ich, ist es auch alles ein bisschen schöner. Und genau das implementiere ich jetzt hier. Ich habe sogar geschafft, dass das Rad in der neuen Version einigermaßen so aussieht. Natürlich nicht perfekt, aber ist okay. Siehst du, da siehst du den Schlüssel auch schon. Man kann ihn jetzt erspielen, theoretisch. Aber so ein bisschen Glück, ne? 1:8 gehört schon dazu.
Und viele von euch haben bestimmt schon zufälligerweise Milliarden, wenn nicht gar 10 goldene Bonbonkiste verballern können. Und das ist dann auch okay. Und weil ich die Aufnahmen hier schon hatte, dachte ich mir, wenn ich als Ticket neu implementiert habe, ach, dann brauche ich es nicht nochmal aufnehmen, ist ja doppelt gemoppelt. Wenn jetzt aber die neue Version kommt, dann sieht auch das oben, das HUD, also die Anzeige der Bonbons, sieht alles ein bisschen anders aus. Ich habe zum Beispiel den More Games YouTube und Facebook Button, die habe ich alle komplett rausgenommen und da ist jetzt die goldene Bonbon-Anzeige, damit die überall immer gleich aussieht und nicht, dass die mal eingestellt ist und mal nicht. Hier siehst du jetzt ein Feature, was lange gewünscht wurde, und zwar das gedrückt halten. Endlich kann man gedrückt halten im Shop und demnach einfach kaufen, 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 kaufen. Ja. Im Grunde war es das auch schon wieder. Das hier ist wahrscheinlich das vorletzte Speedcoding. Denn ich arbeite gerade an Dodor, an der Animation, und das heißt, bald habe ich es geschafft und nach fast anderthalb Jahren habe ich Candy Lake fertiggestellt. Viel zu lange gebraucht, natürlich. Ich sollte mal weniger faul sein. Ach, 2 goldene Bonbons. Nett. Spannend, spannend, spannend. Und jetzt kommt nochmal 2 goldene Bonbons. Das ist Zufall, meine Damen und Herren. Und ich packe noch eine Aale drauf. So, LeFloid, hast du noch was zu sagen? Sagst du noch Tschüss? Nee? Na gut, LeFloid möchte jetzt nicht Tschüss sagen. Dann wünsche ich dir zumindest viel Spaß mit Candy Bag. Kannst du dir natürlich unten in der Videobeschreibung runterholen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hier kommt jetzt noch der Link für die gesamte Candy Bag Playlist. Da siehst du auch mal, wie das Spiel früher, also einigermaßen früher aussah. Und wie es sich in den letzten Monaten entwickelt hat. Viel Spaß dabei.